Und damit willkommen zu einem weiteren Part von Kirby's Epic Yarn. Wir sind gerade in der zweiten Welt, könnten eigentlich schon in die dritte Welt, aber wir haben im letzten Part herausgefunden, dass es pro Welt noch zwei weitere Level gibt. Hier von Welt 2 haben wir schon den Temperamentstempel gemacht. Ne, Temperamentstempel, so heißt das Level. Und da haben wir dann noch ein weiteres Level freischaltet, und zwar das hier oben. Und ihr habt gerade noch Lex, es tut mir leid. So, Lex im Büro oben. Alles klar, dann können wir nämlich jetzt rein in die Dämmerdünen. Ich bin mal gespannt, was das jetzt für ein Level ist. Ja, das Level im letzten Part am Ende noch, das war so, finde ich, deutlich schwerer als die normalen Level. Daher, das scheinen extra schwere Level zu sein, würde ich mal schätzen. Und hier gibt es direkt auch wieder eine Verwandlung. Hatten wir im letzten Part nämlich auch. Wir hatten das Feuerwehrauto. Das war das, was wir genommen haben. Und jetzt sind wir hier wieder dieses hier Gefährt. So wie ich es... Truck. Kirby Truck sind wir jetzt. Oh, da habe ich auch noch ein paar Erinnerungen zu. Wir hatten das ja schon mal gemacht. Und da sind Blumen, die wir nicht so berühren sollten. Stachelblumen. Yay, das Ding haben wir. Hier gibt es natürlich auch wieder sammelbare Gegenstände, 3 Stück an der Zahl. Die will ich alle haben. Und daher muss ich mir hier Mühe geben, dass ich die auch alle kriege. Da haben wir den fliegenden Teppich. Oh, das passt ja. Dieser Teppich kann zwar fliegen, aber am Boden ist er sicherer aufgehoben. Ja gut, kann ich mir gut vorstellen. Und es gibt ab und zu mal ein paar kleine Ruckler. Es tut mir leid. So, bis jetzt haben wir so alles. Oh, das ist ein Trampolin. Das ist natürlich cool. Okay. Da oben war ein sammelbarer Gegenstand. Den habe ich ausgelassen. Den muss ich nachreichen. Alles klar. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Oh, was war das? Ah, ja, ja. Cool. Die CD fehlt uns noch. Die müssen wir noch kriegen. Daher, die will ich auch noch haben. Da ist sie. Von den Dämmerdünen. Ein sehr, sehr schnelles Level. Was auch sehr schnell vorbeigeht. Freue ich mich gerade beim Nachholen dann. Brauche ich hier nicht so viel Zeit verlieren. Und wir haben den Goldpokal. Yeah. Lauter Zeug, was alles unser ist. Sehr, sehr schön. Und wir können nun ins Ziel. Und da kriegen wir jetzt auch den Hauptgewinn, oder? Ja, doch, doch, das sieht gut aus, das sieht gut aus, oder? Yeah, perfekt. Besser geht's nicht. Oh, doch, es geht besser. Okay, zu früh gefreut. Aber hey, wir haben einen ganz guten Job gemacht. Und das war ein schönes, schnelles Level. Und sobald wir die extra Level gemacht haben, werden wir auch nochmal zurückgehen und mal gucken, ob wir... eine weitere Wohnung einrichten können. Nee, das war langweilig, aber ich komme jetzt nicht vorbei. Ich habe zu tun. Und zwar, ich muss hier das letzte, den letzten Schatz holen. Ja, ich hab's endlich. Oh mein Gott. Wie lange habe ich denn dafür gebraucht? Ich muss doch erstmal kapieren, dass ich da runter muss aufs Trampolin, um dann nach oben zu kommen. Also, und ich habe sehr viele Versuche jetzt gebraucht. Also, wow. Mit Sternenstaub gefülltes Gerät. Nach Ablauf der Zeit ist der Himmel voller Sterne. Sind wir hier bei Mario Galaxy oder was? Sternenstaub? Und jetzt haben wir hier den Hauptgewinn. Sehr nice. Oh, oh, oh. Okay. Okay, 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 passt, 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 passt. Wir können jetzt zurück in Welt 1 und da werde ich am besten auch nochmal einen Cut machen. Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht, weil ich muss ja euch irgendwie zeigen, wie ich an diesen Schatz da rankomme. Ja gut, das ist ja kein Schatz, das ist ja an das Ding, was das nächste Level in Welt 1 freischaltet. Also machen wir den Boss nochmal gemeinsam. So, hier oben ist er, Fangora. Und da haben wir nur die Silbermedaille. Und ich habe das dann nochmal probiert, ohne irgendwie getroffen zu werden. Und habe trotzdem nur die Silbermedaille bekommen. Und ich habe keine einzige Perle verloren. Daher muss ich mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ich habe einen Plan. Und zwar, einerseits kann man ihn betäuben, kriegt man irgendwie schon Perlen. Und dann richtig hitten. Und dieses Hitten sollte ich mal lieber sein lassen, sondern mehrmals mal betäuben. Und ihn dann wieder aufstehen lassen, irgendwie so. Man kann ja oben sehen, es gibt noch irgendwie eine Golden Dye und dann noch irgendwie was anderes.
Da ja, zack. Jetzt kommt die Zunge. Jetzt machen wir, zack, ziehen sie lang. Aber es ist ja schon ein Hit, den wir bei ihm machen. Das funktioniert so irgendwie nicht. Irgendwie machen wir was falsch. So, ab. Irgendwie machen wir es falsch. Vielleicht, ich mache auch mal einen Cut und gucke einfach mal, wie es besser funktioniert. Oder warte. Bevor ich einen Cut mache. Jetzt kommen noch irgendwelche solche Flugdinger. Ja, und die kann ich zurückschleudern. Und dadurch kriege ich Perlen, die ich brauche für die Goldmedaille. Und das muss ich jetzt ein paar Mal machen, bis ich dann natürlich die beste Bewertung habe. Aha, das ist... Also ich darf jetzt hier nicht ihn hier hitten. Okay, okay. Das ist natürlich interessant. Auch noch etwas, was ich bisher noch nie bei irgendeinem anderen Spiel gesehen habe. Dass man irgendwie, ja, den Boss nicht besiegen darf, um die bestmögliche Bewertung zu bekommen. Aua. Das darf natürlich nicht passieren. Es gibt gerade ein paar FPS-Decks, es tut mir leid. So, wir haben aber inzwischen schon Goldmedaille, aber das ist noch nicht das, was ich will. Ach, das ist das, ja. Ah! Ja gut, jetzt will ich das erstmal wieder zurückholen. Müssen wir jetzt nochmal eine Runde. Ich habe mich billig treffen lassen. So, jetzt aber. Ah, jetzt kommt die Zunge, Ich habe jetzt mit dem anderen gerechnet. So, okay, okay. Jetzt aber. Oh Mann. Wehe, es kommt die Zunge. Es kommt nicht die Zunge. So, das haben wir. Und zack. Ah, man merkt am Sound, dass es Parallax gibt, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Wir haben auf jeden Fall das, was wir haben wollen. Bedeutet, weg mit dir! Ach, da kriegt man auch nochmal eine Belohnung. Ach, es gibt nochmal einen dritten Hit. Ach so, okay. 1600 haben wir jetzt. Okay, okay, da müssen wir auf die Wellen achten. Da sehen wir halt, wo er rauskommt. Jetzt den letzten Hit aushalten. Hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen, lieber Boss. Okay, wir haben jetzt halt deutlich mehr Perlen, als ich hätte gebrauchen sollen, wie auch immer. Aber es ist ja nicht so schlimm. Weg mit dir. Und somit kriegen wir nun Zugang zum weiteren Level hier. Aber ich finde ganz schön interessant, dass es wirklich pro Welt zwei extra Level gibt. Ein extra Level okay, aber zwei? Hm. Kann man finden, wie man will. Also, finde ich jetzt nicht so übertrieben, aber ein Level hätte es auch getan. Und hätte man das andere Level beim normalen Verlauf so gesehen integrieren können. So gesehen. Ja, war meine Meinung. So. Das brauchen wir dahin. Ja, und da gab es ja auch noch diese Level. Genau, die ich nicht machen konnte. Das habe ich gar nicht so erblickt. Beziehungsweise auch gar nicht mehr so dran gedacht. Einerseits das Level da unten und dann gab es dann noch dieses schlafende Ding da oben. Da links, diese Katze da. Da habe ich mich ja auch gefragt, was das sein soll. Das wird wohl mit dem nächsten Level zu tun haben. Erstmal gehen wir in den Maulwurfbau. Alles klar. Ob wir heute Level Welt 3 überhaupt anfangen werden? Mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht. Ach, da kriegen wir dieses Maulwurf-Ding. Ah, okay. Das hatten wir auch im letzten Part oder im vorletzten. Irgendwie so. Kann ich springen? Ja, ich kann springen. Okay. Ich folge einfach mal der Spur. Und ich hoffe mal, dass ich dadurch nichts auslasse. Okay, okay. Diese Dinger, kann ich die wegschieben? Ja, kann ich sogar. Nice. Aber hier links scheint ja noch was zu sein. Aber, nee, da ist nichts. Achso, das ist eine normale Wand. Okay. Warte, da geht's lang und... Okay, das ist nur extra hier, glaube ich. Okay, okay, du fällst hier runter. Ich glaube, dann kann ich extra auf dich draufspringen. Dafür ist es da. Ja, sonst... Warte, geht's da links vielleicht auch nochmal lang? Nee. Hier könnten halt so viele verschiedene Secrets bei diesen Dingern sein. Dass man da gar nicht mehr durchblickt, wo was sein könnte. Da sehe ich etwas, da unten. Na.
Karotte? Sieht irgendwie ganz merkwürdig aus. Wie komme ich denn da am besten hin? Von hier oben nicht. Nee, von hier oben nicht. Warte, da ist was im Hintergrund. Ja, im Hintergrund irgendwie. Ich glaube, die Perlen weisen mir den Weg und ich kann das hier irgendwie nach und nach zerstören. Aha. Und dann kann ich hier lang. Mega, 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 mega. So, hier raus und Karottenkommode. Ah, sie steckt voller Vitamine, könnte aber deine Kleidung orange färben. Orangene Kleidung. Ja, gut. Klingt nicht so nice. Obwohl, keine Ahnung. Habe ich orangene Kleidung? Meine, nein. Meinst du, was ich habe, ist schwarz. Oder grau. Okay, das will mich nur auffressen. Okay, dann gehen wir mal hier weg. Und gehen mal weiter. Ich will dich hier noch besiegen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich lasse dich einfach mal in Ruhe. So, das hier kann ich wieder zerstören. Ah, das gibt nur sowas. Alles klar. Weiter geht es nach unten. Hallo. Und wieder runter hier. Eieiei, jetzt lasse ich hier so viel aber aus. Das ist eigentlich nicht so schön. Aua. Das war nicht so gewollt. Ich lasse aber hier, wie gesagt, so viel aus. Da muss ich dann doch nochmal genauer nachgucken, ob ich nicht hier irgendwas noch zum Sammeln habe. Kann ich da noch hoch? Nee, kann ich eben nicht. Ich kann nur noch runter. Ach, notfalls muss ich das halt wieder reinschneiden. Ist dann auch nicht so das Problem. Warte, da ist irgendwas. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht zerstöre. Wie machen wir das? Ich guck erstmal, was hier drin ist. Irgendwas. Ich gehe mal hier runter. Ich zerstöre erstmal das hier. Aha! Und dann kann ich hier so runter. Ach, das sind nur Perlen. Das sind nur Perlen. Ach Mensch. Ja. Ich wollte da jetzt noch durch. Ich wollte da noch durch. Jetzt kann ich da nicht mehr durch. Oh, ich hoffe mal, da ist jetzt kein Secret oder so. Sonst weiß ich, wo etwas sein könnte. Ah, ich weiß nicht, ob da was ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, solche anstrengenden Level, wo überall was sein könnte, finde ich nicht so schön. Baumstumpfbett. In ihm können Eichhörnchen und Holzfäller schlafen. Nur lieber nicht gleichzeitig. Ja, das wäre nicht gut. Also bis jetzt so fehlt uns eigentlich nur die CD. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Muss ich sagen. Könnte schlimmer sein. Und wir sind sowieso noch nicht am Ende angekommen. Also die Chancen, dass wir die CD noch finden, ist relativ hoch. Obwohl, nee, warte, da ist das Level schon zu Ende. Das Level ist zu Ende. Okay, dann werde ich die CD nachholen. Und jetzt. Komm, 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 komm. Yeah. Das habe ich inzwischen drauf. Weil es immer noch eine komplette Runde dreht und das Timen ist dann auch nicht schwer. Okay, was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. Oh, CD holen wir, wie gesagt, nach. Ja, immer her die Punkte. Immer her damit. Immer her damit. Konfettikanone. Ach so, können wir die Katze da oben aufwecken und dann macht die Katze irgendwas. Hoffe ich. Gucken wir mal. Ja, es ist für die Katze. Aber was macht die? Nee, es ist eine Eule. Ah, okay. Interessant. Seltsamer Wald. Das ist aber seltsam. Gut. Ich gucke erstmal, wo die CD ist. Ich habe die Vermutung, dass die CD hier ist. Ganz starke Vermutung. Okay, hier geht es schon mal rein. Und da ist die CD. Alles klar. Hat es wirklich mit dem Ding zu tun, wo ich das verhauen habe. Okay, sehr schön. So, da ist die CD. Das haben wir. Und das eine Level von Welt 1, das andere da. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Und dementsprechend
werden wir dann im nächsten Part Welt 3 anfangen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir für die ganzen Levels den ganzen Part brauchen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Auf zum seltsamen Wald. Und ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Könnte das ein UFO-Level sein? So sah das gerade vom Thumbnail aus. Könnte aber auch ein ganz anderes Level sein. Also es sind immer Verwandlungen. Also wir hatten heute kein Level mit normal Kirby. Und das sieht nach UFO aus. Das ist das UFO. Yay. Ja, ich bin eigentlich ein Fan vom UFO. Wovon ich allerdings kein Fan bin, sind Scrolling-Level. Und das ist ein blödes Scrolling-Level. Oh mein Gott. Ich habe gar keinen Bock auf Scrolling. Ich habe so gar keinen Bock auf Scrolling. Ich weiß, ich kann meinen Blitzer da einsetzen, um an die Perlen ranzukommen, aber ich lasse es mal. Lieber suche ich nach den Schätzen. Weil Goldmedaille muss ich ja nicht kriegen. Das andere will ich schon haben. Oh, auf diese Kanonen acht geben. So, gehen wir mal hier rein. Warum nicht? Kann ich das Ding da mal holen? Dass wir daran vielleicht noch die Goldmedaille kriegen. Ah, das sind so Art Bumper. Ah, okay. Wenn ich dagegen knalle, dann fliege ich weg. Okay, Elektrostrahl habe ich wieder. Was ist denn das da hinten? Ist nicht so schlimm. So, her damit, her damit, her damit. Wir haben noch keinen einzigen Schatz. Das gefällt mir nicht. Boah, jetzt ist hier Präzision gefragt. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Super Mario Galaxy. Und da links. Nein, ich hab's nicht. Das muss ich nachholen. Mist. Und zwar diese Bladen-Level aus Galaxy 1. Oh, da ist auch nochmal was. Das krieg ich aber. Astkuchen, dieser Kuchen ist mit Sahne gefüllt. So ist er leckerer als ein echter Ast. Wow. Ja, gut. Ich weiß, wo der andere Schatz ist. Das ist schon mal gut, dass ich das weiß. Wo die CD ist, weiß ich nicht. Aber, ja, nachholen muss ich das Level sowieso. Weil, was bist denn du? Ist das jetzt ein Boss-Level? Ich vermute, das ist jetzt ein Boss-Level gegen Baum. Es gibt in den normalen Kirby-Games, ich glaube, immer der erste Boss zum Baum. An den kann ich mich immer noch gut erinnern. Der ist halt ikonisch für Kirby-Games. Und ich glaube, deswegen ist hier gerade ein Baum. Okay, ist ja cool. Ein Zwischenboss so. So, das Ding will ich... Ah! Wenigstens hier jetzt kein Scrolling. Den Dingern auszuweichen ist nicht gerade einfach. So, hier weg mit dir. Boah, das ergibt eine ganze Menge Perlen. Zack, zack, zack. Und weiter geht es. Aber die CD fehlt immer noch. Wo ist die CD? Wo ist die CD? Was bist denn du? Ich kann dich nicht fressen. Okay, okay. Was bist denn du eigentlich? Was bist du eigentlich? Ich weiß es nicht, was es ist. So, da links wäre auch nochmal was gewesen für Ziel. Habe ich nicht bekommen. Also meine Ausbeute in diesem Level ist nicht gerade gut. Aber da ist die CD, da ist die CD. Und da muss ich runter. Komm, geh da runter, geh da runter, geh da runter. Wunderbar, dann haben wir wenigstens die CD. Und das ist die Hauptsache. Goldmedaille haben wir sogar auch. Wow. Das ist nice. Dann würde ich sagen, ab ins Ziel, ab ins Ziel. Wo ist denn... Ach, da oben gibt es auch nochmal. Da. Nice. Oh. Gib das alles hierher. Alles wieder aufsammeln, was ich verliere. Okay. Leute, ich bin bereit für Ziel. Bevor ich hier noch getroffen werde. Aber das Level ist jetzt nicht so lieb. Und gibt mir kein Ziel. Gib mir noch mehr Stacheln. Ja, Stacheln gibt es mir gerne. Stacheln sind doch voll cool. Okay, was ist denn da oben? Ach, da komme ich jetzt auch nicht mehr hin. Ah, Stacheln. Aber wie Scrolling-Level hast du das? Die dann, manchmal sind sie dann auch zu schnell, weil ich noch was machen muss. Manchmal sind sie zu langsam, weil man einfach schnell vorankommen möchte. Oh, Scrolling-Level. So. Bisschen Wind hier, aber der Wind ist jetzt nicht das Problem. Ey, komm, wir haben doch schon längst alles. Ach, wir haben nochmal einen Baum zu besiegen. Alles klar. Weißt du was?
Nummer 1. Ich war ja noch aufgeladen, also von daher hat das gepasst. Jetzt brauche ich ein paar Kastanien. Ja, gib mir mehr. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Gib mir mehr. So, Kastanien Nummer 2. Ah, das war... Kastanien Nummer 3. 3 Stück brauche ich nur. So, tschüss mit dir. Aber an Perlen mangelt es hier schon mal nicht. Und da ist das Ziel. Sehr, sehr schön. Alles klar. Und zack. Gut, das Level spiele ich nochmal und hole diesen einen Gegenstand. Ärgerlich, dass ich den nicht bekommen habe. Weil den hätte ich eigentlich bekommen müssen, aber... Waren vielleicht nur ein paar wenige Pixel, wo ich nicht rankam. Ich weiß wenigstens, wo er ist. Und dann schneide ich schnell mal rein. Passt. Ja, das Level haben wir geschafft. Dafür gibt es jetzt kein Ding, wo wir ein weiteres Level freischalten können. Sondern wir können gleich hier wieder rein und im nächsten Part mit Welt 3 weitermachen. So, einfach schnell sein, ruhig treffen lassen. Teleskop. Mit diesem Teleskop kann man in klaren Nächten prima den Himmel erforschen. Jo, und dann haben wir das jetzt hier auch. Was bist denn du für einer? Warum kannst du mich so andingsen? Interessant. So, auch das Teleskop haben wir jetzt und dann können wir den Part wunderbar abschließen und im nächsten Part geht es dann mit Welt 3 weiter. Und ich bin mal gespannt auf Welt 3, was Welt 3 überhaupt für eine Welt ist. Eventuell haben wir es schon erfahren, aber ich habe es inzwischen wieder vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss!